So, meine lieben Leute, willkommen zurück zu einer kleinen Horrorstunde. Und wir spielen Viviette auf der Switch. Und ja, haben in der letzten Folge das Schachrätsel hier gelöst. Und wollen jetzt, wir speichern mal ganz schnell hier. Und wollen jetzt natürlich weiterspielen und sehen, wozu der große Schlüssel gut ist, den wir gerade bekommen haben. Ich behaupte mal, dass wir den Schlüssel garantiert hier drüben reinstecken können, wo wir uns durchgemogelt haben schon mal. Wir müssen mal diesen ganzen Weg hier an der Wand längs gehen. Auf den Wind aufpassen. Denn da war ja ein großes Loch in der Wand. Ein Loch. Vielleicht passt der Schlüssel da ja rein. Könnte natürlich auch für eine Kurbel sein. Aber wir haben ja keine Kurbel mehr. Deswegen glaube ich, ist das für unser Schlüssel. Und wenn es nicht so ist, dann müssen wir wieder zurücklaufen. Zack, das war hier in diesem Raum, ne? Genau. Und ich dann? So, jetzt haben wir den Schlüssel. Großer Schlüssel. Zack. Oh, kommt eine Leiter. Na. No. Leiter hoch. Ob ich die Leiter raufgehen sollte? Nein, ich traue ja nicht. Ich schätze schon, was soll ich sonst machen? Ja, wir müssen ja irgendwo hin. Gehen auf den Dachboden. Oh nein, hier ist nichts. Ein Kinderwagen ist drin? Hier gibt es nichts. Hier ist ein Schachbrett. Wir müssen die Möbel durch die Fenster hereingebracht haben. Vielleicht haben sie auch im Zimmer zusammengebaut. Du hast einen Spiegel bekommen. Okay. Oh nein, da kommt sie schon wieder. Felice, wo bist du gerade hergekommen? Ich habe... Vergiss es. Schau, dieser Spiegel. Ich denke, das ist der Schlüssel, um das Geheimnis zu lösen und dir endlich zu helfen. Ah, zeig mir das nicht. Hä? Nein, aufhören. Ich will so nicht aussehen. Oh. Lass mich heraus. Oh. Felice! Ist sie da aus dem Fenster gesprungen? Oh. Dumm. Können wir hier noch mehr machen? Wir diskutieren im ganzen Haus, müssen von Riesen mitgebracht werden. Okay. Was ist? Puppenköpfe, Ersatzteile, Masken. Ja, müssen wir runter. Okay, also. Müssen wir wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurück hier, ne? Ja. Der Wind ist wirklich nervig. Ja, wir haben es auf Fall entdeckt. Der Creeper-Wind hier. Okay. Ja. Okay, wir müssen definitiv raus. Haben wir den Spiegel eigentlich noch? Spiegel. Ein hübscher alter Spiegel mit ovaler Form und in den Rahmen eingebettete Verzierung. Sein Spiegel ist etwas verzerrt. So. Haben wir den Fenster kaputt gemacht. Hier nochmal hier. Vielleicht können wir sie ja draußen finden. Oder sie irgendwas mit rausgenommen. Die Frage, wo dieses... hier ist, ne? Oh, da liegt sie. Zunächst kommt er ja gar nicht hin. Okay. Die scheint tot zu sein. Keine Ahnung. Ärgerlich. Gut, also. Was ist die einzige Tür, die wir jetzt noch nicht durchforstet haben, ist die hier. Und ich behaupte mal, wenn da steht, ganz normal rein, dann steht da ein groß ovales Loch. Naja, kann ja eigentlich nur unser Spiegel sein. Okay. Mein Gott, dieses Haus ist riesig. Dieses Schlüsselloch ist anders als alle anderen, die ich bisher im ganzen Haus gesehen habe.
Okay. Noch ein Schlüssel, den wir finden müssen. Oh mein Gott! Das, du musst... Ah. Warum? Warum hast du das meiner Schwester angetan? Antworte mir, sage etwas! Da ist Felice. Felice! Warum schaust du mich so an? Es ist nicht meine Schuld. Du bist meine einzige Familie. Wie könnte ich... Nein, Felice, bitte. Verzeih mir. Ich wusste, dass du etwas Besonderes bist, aber ich habe versucht, es zu verstecken, um dich zu beschützen. Ich habe versagt, kläglich. Oh nein. Felice. Es tut mir leid. Eieiei. Jetzt hat sie mich geschnappt. Sie glauben mir nicht, oder? Es gibt eine Menge zu durchdenken. Naja, so war's. Das ist, was passiert ist. Also, dann durchdenken Sie das. Ich verstehe. Ich sage die Wahrheit. Ich bin mir sicher, dass Sie das so sehen. Aber Sie müssen verstehen, dass Ihre Geschichte ziemlich unglaubwürdig ist. Ja, Inspektor, das kann ich verstehen. Ich selbst weiß nicht mehr, was real ist, selbst nach dem, was passiert ist. Hier sind die Fakten, Mr. Fawcett. Es gibt keinen Raum für Interpretation oder Zweifel. Ihre Schwester, Felice Fawcett, wurde tot aufgefunden. Sie litt einen schweren Schlag auf den Kopf. Es könnte sein, dass sie von einem Fenster gefallen ist, wie sie behauptet haben, oder vielleicht auch nicht. Sie hätten aber auch gedrängt worden sein können. Oh, Sie sind der einzige Zeuge eines Vorfalls, der sich an einem verlassenen Ort, zu dem Sie und all Ihre Freunde mit Ihrem eigenen Boot gefahren sind, ereignet hat. Und was den Rest Ihrer Freunde betrifft? Bitte, das ist genug, Inspektor, ich kann nicht. In einer Stunde seien Sie vorbereitet. Wir bringen Sie in das Gefängniskrankenhaus, bis die Verhandlung beginnt. Ich versichere Ihnen, Herr Fawcett, das ist alles sehr real. Das wird Nachwirkungen haben, junger Mann. Ich hoffe mal, dass Sie vorbereitet sind, sich diesen zu stellen. Felice. Ja, scheiße. Ein Spiel von... DYA Games. Spieldesign Alberto Vilciscaprio, Daniel Vilciscaprio. Okay, dann wahrscheinlich zu zweit nur gemacht. Das war's? Na gut. Hat mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten, das Spiel. Macht auch Spaß. Ob man was anders machen hätte können, damit es ein anderes Ende gibt vielleicht. Das kann gut sein. Denn eigentlich, glaube ich, gibt es definitiv noch ein anderes Ende. Also man kann sie doch... Vielleicht tötet man sie gar nicht. Ich weiß es nicht. Ist ein doofes Ende, ne? Weil alle gestorben sind. Aber was ist da mit seinen Freunden passiert? Weiß man auch nicht, ne? Naja, also bleiben ein paar Fragen offen, was schade ist. Also ein alternatives Ende wäre ganz cool. Wüsste bloß nicht, wo man hätte was anders machen sollen. Das sind ja durchweg gleiche Rätsel. Ende sehr schlecht.
Mal zwei Tode. Ende sehr schlecht. Also da steht Ende sehr schlecht, in zwischen auch ein Ende sehr gut. Bezwinge das Abenteuer auf der schweren Schwierigkeitsstufe. Bezwinge das Abenteuer in weniger als eine Stunde. Bezwinge das Abenteuer ohne auch nur einmal zu sterben. Erhalte das gute Ende. Ja, guck mal. Definitiv ein anderes Ende. Finde und lese alle Dokumente. Oh, da hätte man vielleicht zwischendurch immer zwischenspeichern sollen, richtig? Und nicht mal auf das gleiche. Dann hätte man das andere Ende machen können. Wir haben jetzt das schlechte Ende. Eventuell lade ich nochmal hoch mit dem guten Ende. Wir kennen ja die ganzen Rätsel. Und dann gucken wir, wo wir es hätten anders machen können. Wenn ihr Lust habt auf eine Stunde. Ah, vielleicht brauchen wir länger als eine Stunde. Oder vielleicht auch nicht ganz. Weil die Rätsel sind ja die, die einen aufgehalten haben. Und jetzt kennt man ja die ganzen Wege und weiß, wo man hin soll. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt. Dann mache ich das andere Ende auch. Und versuche, das innerhalb von eineinhalb Stunden zu spielen. Das wird ein langes Let's Play, weil das würde ich durchspielen und nicht in Teile aufteilen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss.